Mein Name ist Ferdinand Altmuster. Wir sind hier im Gut Dornau, Teichwirtschaft seit 1630. Wir haben auch eine Landwirtschaft dabei, das heißt, wir haben hier ein bisschen einen Kreislauf, den wir mitnutzen können. Also wir haben uns hier in Gut Dornau auf eine Vielfalt von Fische aufgestellt. Also das heißt, wir reden hier vom Karpfen, Hecht, Zander bis hin zur Forelle, Saibling und Seesaibling, auch Lachsforelle. Die Fische werden dann abgefischt, werden dann in sogenannte Vorfluter gegeben und von diesen Vorflutern werden sie wiederum abgefischt und dann in dem Verarbeitungsraum, das heißt dort, wo die Fische filetiert werden, verpackt werden und hergerichtet für die Kunden und dementsprechend dann auch ausgeliefert. Mit Gurkerl arbeiten wir von Anfang an. Das System an Gurkerl ist das, was uns eigentlich sofort begeistert hat. Das ist diese unglaubliche Geschwindigkeit, ein sehr sensibles Produkt zum Endkunden zu bringen. Durch die Nähe zum Gurkerl und diese schnellen Transportwege ist es möglich, am selben Tag den Fisch herzurichten, also zu filetieren und auch gleich an den Kunden auszuliefern.